neuer Lebensraum und futuristische Städte. Energie im Überfluss. Das Ende von Armut und Krieg, stattdessen Wohlstand und Frieden. Das ist die Vision von Atlantropa. Es war der Lebenstraum eines Münchner Architekten, Hermann Sörgel. Das Gesicht unseres Planeten wollte er verändern und Europa mit Afrika zusammenführen. Ihm gelang es mit seiner so wahnwitzig scheinenden Idee, die internationale Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg zu faszinieren. Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Zeit der Arbeitslosigkeit und der politischen Unruhen. Und die Zeit der Bohème, der Lust an Unbeschwertheit und Inspiration. Weltverbesserer und Intellektuelle wie Hermann Sörgel haben Hochkonjunktur. Sörgel gehörte natürlich zur Szene von Schwabing in München. Weniger zur eigentlichen Bohème, aber doch, ich würde sagen, zu den Intellektuellen. Und unter diesen Intellektuellen, hat mir einer gesagt, war es üblich, dass man jeden Donnerstag eine neue Weltrettungsidee vorbrachte oder publizierte und oder sich damit interessant machte. Und das machte auch Hermann Sörgel. München ist Anfang der 20er Jahre eine Hochburg der Freidenker. Ihnen hat sich Hermann Sörgel angeschlossen. Er ist einer, der zutiefst überzeugt ist von sich und seiner großen Idee. Und er hat Charisma. Er kann Menschen in seinen Bann ziehen. Sörgel sucht Förderer und Mitstreiter für sein Atlantropa-Projekt. Sein abenteuerlicher Plan: Er will die Meerenge von Gibraltar zumauern und das Mittelmeer mit einem riesigen Damm vom Atlantik trennen. Denn ohne Zufluss aus dem Atlantik kann der Wasserspiegel des Mittelmeeres gesenkt werden. Und ist das erreicht, so Sörgel, wird er über eine halbe Million Quadratkilometer Neuland gewinnen. Eine Fläche so groß wie Frankreich und Belgien. Außerdem will er sämtliche Mittelmeerzuflüsse abriegeln, ebenfalls mit gigantischen Staudämmen. Dann wären auf einen Schlag die Energieprobleme Europas und Afrikas gelöst. Sörgel geht davon aus, dass er mit der Wasserkraft der Staudämme 110.000 Megawatt erzeugen kann. Und über den Rest des Mittelmeeres sieht er sich über eine Brücke von Sizilien nach Afrika fahren. Sörgels Visionen kennen keine Grenzen. Ohne Wasser liegen alte Hafenstädte dann zwar auf dem Trockenen, aber dafür sollen entlang der nun vorgeschobenen Küstenlinie neue Städte gebaut werden. Sörgel ist überzeugt, dass sein Mammutprojekt die Anrainerstaaten zusammenschweißt. 150 Jahre, so hat er berechnet, wird es dauern, vom ersten Spatenstich bis zur Erfüllung seines Traumes. Das sind auch 150 Jahre Arbeit für Generationen von Menschen. Und am Ende ist dann das Mittelmeer um 200 Meter abgesenkt. Aus Europa und Afrika wird ein neuer Kontinent. Atlantropa. Hermann Sörgel verspricht durch sein Utopia Lösungen für die großen Probleme seiner Zeit. Ein Reich des Friedens soll es werden, mit Lebensraum und Energie im Überfluss. Sörgel war der Sohn eines hohen Beamten in Bayern,
Er muss aber eine aristokratische Gestalt irgendwie gehabt haben und eine starke Ausstrahlung auf Menschen. Wir kennen ja die Fotos, er hat dieses Monokel getragen. Er muss ein hohes Selbstbewusstsein gehabt haben und das war ein Mensch am Puls der Zeit, der mit den Reformbewegungen sehr eng verquickt war. Hermann Sörgel wird am 2. April 1885 in Regensburg geboren. Schon früh interessiert er sich für die Wasserkraft, denn sein Vater, Dr. Hans Ritter von Sörgel, ist der Chef der Königlich Bayerischen Baubehörde. Seine Domäne ist der Wasserbau. Als Anerkennung für seine herausragenden Leistungen wird Sörgel Senior sogar in den Adelsstand erhoben. Sein Sohn Hermann arbeitet sich ein in das Spezialgebiet seines Vaters. Sörgel Senior leitet auch die Planung des Walchensee-Kraftwerks in der Nähe von München. Eine technische Pionierleistung. Das 1924 fertiggestellte Kraftwerk ist das größte im Deutschen Reich und bis heute eines der größten seiner Art in Deutschland. Hermann Sörgel ist begeistert von der bahnbrechenden Technik der neuen Kraftwerksanlage. Sie inspiriert ihn, etwas noch Größeres zu bauen. 1925 geht Hermann Sörgel nach München und lernt dort seine spätere Frau Irene kennen, eine wohlsituierte Tochter aus gutem Hause. Und er gründet die Zeitschrift Baukunst. Der junge Verleger hat Erfolg. Sein Magazin wird schnell zum wichtigsten Blatt der deutschen Architekturszene und macht ihn finanziell unabhängig. Noch im selben Jahr reist er für eine Reportage an Bord der Berlin in die Vereinigten Staaten. Die Amerika-Reise bringt einen ganz starken Impuls, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Das eine ist, dass er die Hochhaus-City entdeckt. Er ist vollkommen fasziniert von dem, was die amerikanischen Planer dort machen und von ihrem grenzenlosen Optimismus. Und er hat dann das schöne Wort geprägt, die Amerikaner haben zwar keine Kultur, aber wir haben dafür keine Zivilisation. Und nach seiner Ansicht musste man das zusammenbringen, darin lag die Zukunft. Die andere Sache, er fährt nach Washington und guckt sich das panamerikanische Gebäude an. Es gab ja eine Panamerika-Union und die hatten ein prächtiges Gebäude, wo die Erzeugnisse aller Länder in Lateinamerika und Nordamerika ausgestellt wurden und auch die Kultur dieser Länder. Und da hat er die Idee gefasst, dass das ein Vorbild sein müsste für ein entsprechendes europäische Zentrale. Die Erfahrungen in Amerika verstärken Sörgels Pessimismus gegenüber der alten Welt. Er sieht Europa in Gefahr, befürchtet neue Kriege und Hungerkatastrophen. Nun, Sörgel war ein Utopist. Er war fest davon überzeugt, dass von seinem Plan wirklich alles abhing. Dass das eben nicht nur Europa, sondern die Welt retten würde. Er ist eine Figur seiner Zeit, er ist das, was man damals einen Visionär genannt hat. Jemand mit Ideen, jemand, der sich darum bemüht, Deutschland, Europa, die Menschheit insgesamt aus einer bedrängten Lage hinauszuhelfen. Und das mit einer Idee, die aus dem Technischen kommt, aus dem Architektonischen. Als Chefredakteur der Baukunst hat Sörgel beste Kontakte zu den großen Architekten seiner Zeit. Viele von ihnen lassen sich für Atlantropa begeistern, darunter auch Le Corbusier und Erich Mendelssohn, der durch seinen Einstein-Turm in Potsdam bekannt wurde. Ebenso Fritz Höger, der 1924 das Hamburger Chile-Haus fertigstellt. So wird von professioneller Hand die zukünftige Welt schon mal auf dem Papier entworfen. Auch Architekturmeisterklassen steuern Pläne und Zeichnungen bei und entwerfen ganze Städte und Küstenstriche neu. So zum Beispiel den Port du Rhône, vorgesehen als neuer Haupthafen Frankreichs am Mittelmeer. Er soll Marseille ersetzen
das nach der Absenkung des Meeres 30 Kilometer im Landesinneren liegt. Also auf uns heute wirkt das als eine ungeheuer brutale Maßnahme. Man muss sich vorstellen, dass alle Städte ihre Häfen verloren hätten, alle Häfen wären trockengefallen. Aber das war gerade das Faszinierende für diese Generation. Man konnte dann doch alles neu machen, alles neu planen. Und das ist der Impetus für die beteiligten Planer. Sörgel ist ein Anhänger der Theorie, die davon ausgeht, dass das Mittelmeer schon einmal trockenes Land war, bevor es nach der letzten Eiszeit vom Atlantik überflutet wurde. Und genau das will er wieder erreichen. Dass dieses Meer einmal vollständig trocken war, war für alle überraschend, uns eingeschlossen. Hier ist ein eindeutiger Beweis. Dies ist ein Stück Salz, das wir unter den Sedimenten fanden. Und dieses Salz konnte sich nur ablagern, nachdem das ganze Wasser verdunstet war. Das ist das Entscheidende. Danach stellte niemand mehr in Frage, dass das Meer einmal trocken war. Sörgel sieht in der Meerenge von Gibraltar ein natürliches Kraftwerk, das nur darauf wartet, genutzt zu werden. Sein Projekt wird populär und unter seinen Anhängern finden sich zunehmend auch renommierte Experten. Der wichtigste ist der Schweizer Ingenieur Bruno Siegwart. 1929 reisen die beiden nach Gibraltar und nehmen umfangreiche Vermessungen vor. Sörgel hatte vor, in Spanien ein kleines Gebirge abzutragen. Und dabei wäre dann die Stadt Tarifa draufgegangen. Und dieses ganze Geröll, das hätte man dann mit Schiffen an die richtige Stelle hingeschafft und im Wasser versenkt. Und dann wäre ganz von selbst ein entsprechend auch breiter und stabiler Damm aus dem Wasser gewachsen. Siegwart und Sörgel ermitteln die bestmögliche Lage des Gibraltar-Dammes. Nicht an der schmalsten Stelle der Meerenge, sondern 20 Kilometer weiter westlich, dort, wo der Meeresgrund am seichtesten ist, soll sich der Damm dem Atlantik entgegenstemmen. In einem geschwungenen Bogen von 35 Kilometern Länge soll er sich von Spanien bis nach Marokko spannen. Das Bauvorhaben des Gibraltar-Dammes sprengt alle Maßstäbe. Das Fundament unter dem Meer wäre 2,5 Kilometer breit. Von dort ginge es über 300 Meter in die Höhe. Ein Bauprojekt der Superlative. Bis zu 1 Million Arbeitskräfte sind nötig. Sörgel und seine Ingenieure veranschlagen eine Bauzeit von 10 Jahren. Einmal in Betrieb würde das Gibraltar-Kraftwerk 50.000 Megawatt produzieren. Das größte Kraftwerk der Welt wäre vollendet. Ich würde sagen, das Kraftwerk als solches, als Seitenkanalanlage wäre im Prinzip realisierbar gewesen, wenngleich auch die Dimension natürlich alles bisher Dagewesene bei weitem überstiegen hätte. Aber das wäre von einem prinzipiellen Know-how her denkbar gewesen. Auch wären die Turbinen, die man dazu gebraucht hätte, das wären Francis-Turbinen mit einer Fallhöhe von 100 Metern gewesen. Die gab es damals, allerdings nicht in diesen sehr großen Dimensionen, die man vielleicht gebraucht hätte. Wenn man davon ausgeht, dass man eine Turbine gebaut hätte mit ungefähr 70 Megawatt Leistung, und das ist schon am oberen Ende dessen, was man damals getan hat, dann wären wir nämlich nicht bei 100 Turbinen gelandet, sondern bei knapp 1000 Turbinen, die in diesem Krafthaus hätten installiert werden müssen. Und das ist natürlich schon eine
etwas kuriose Vorstellung, dass man ein Gebäude hat, das 1000 Turbinen Platz bietet. Zum Vergleich, die Maschinenhalle in Itaipu mit ihren 18 Maschinen ist bereits 1,5 Kilometer lang. Der Itaipu-Staudamm am Paraná, dem Grenzfluss zwischen Brasilien und Paraguay, ist das größte Wasserkraftwerk der Erde. Nach 16-jähriger Bauzeit wurde es 1991 fertiggestellt. Dabei entstand ein Stausee mit einer Größe von 1400 Quadratkilometern. Sörgels Gibraltar-Damm jedoch müsste keinen Fluss, sondern ein Weltmeer zurückhalten. Zum einen kann man den korrosiven Angriff des aggressiven Meerwassers kaum überschätzen. Das ist also ein ernsthaftes Problem und es erfordert vom Material her recht aufwendige Lösungen. Man muss also mit rostfreien Stählen arbeiten. Also das Material hat existiert. Ob es aber in den für so ein gigantisches Projekt erforderlichen Mengen überhaupt verfügbar gewesen wäre, das wage ich zu bezweifeln. Der Itaipu-Damm hat eine Länge von 8 Kilometern. 27 Kilometer mehr wären bei Gibraltar notwendig. Fast 3 Jahre brauchte man hier allein, um einen Umleitungskanal für den Paraná zu schaffen, der den Bau des eigentlichen Stauwerks überhaupt erst ermöglichte. Wenn wir uns das mal anschauen, wie es bei anderen Projekten aussieht, zum Beispiel bei dem Drei-Schluchten-Damm in China. Dort arbeiten 20.000 Menschen über eine Zeit von 17 Jahren an einem Damm, der etwa 40 Millionen Kubikmeter Volumen hat. Beim Atlantropa-Projekt sprechen wir von 2 bis 5 Milliarden Kubikmetern. Wenn wir die Zahl mal hochrechnen, dann kommen wir sicherlich auf eine Größenordnung von 1 Million Arbeiter. Diese 1 Million Arbeiter würde im 3-4 Schichtensystem arbeiten. Das heißt, sie müssten mindestens jeden Morgen zu jeder Schicht 250.000 Arbeiter transportieren. Von ihren Camps zu der Baustelle. Allein das ist ein logistisches Problem, das nicht so einfach zu lösen ist. Nehmen wir einen Kubikmeter Beton, der eingebaut werden muss. Dazu brauchen Sie zunächst mal Wasser, Sand und Zement und Gestein. Das Gestein können Sie vielleicht noch lokal aus Steinbrüchen brechen. Aber es ist nicht gesagt, dass Sie in der unmittelbaren Nähe überhaupt geeignete Steinbrüche finden. Sie brauchen ja ein Steinmaterial, das besondere Qualitäten erfüllt. Dann brauchen Sie Zement. Dazu brauchen Sie Kalksteinbrüche in großer Zahl. Ich kann nicht beurteilen, ob eine solche Großmaßnahme den weltweiten Zementmarkt in Unruhe versetzen würde. Dieser Zement muss dann transportiert werden. Sicherlich wird eine eigene Schiffsflotte dafür organisiert werden müssen. All dies sind Dinge, die zusammenkommen müssen und die Komplexität eines solchen Großprojektes zeigen. Sörgel ist durchaus offen für Kritik. Er passt seine Pläne mehrfach neuen Erkenntnissen an. Die grundlegende Mission jedoch steht für ihn und seine Mitstreiter außer Frage. Sörgel beschreibt sie in einem Artikel so: Epochale Großunternehmungen stempeln den Ingenieur zum Weltbaumeister, zum Befreier der Menschheit. Das Interessante für uns heute ist zu sehen, dass es noch keine fundamentale Kritik an der Technik gab. Es gab noch kein ökologisches Bewusstsein. Das heißt, wenn ein großtechnisches Projekt wie dieses propagiert wurde, dann gab es auch ein entsprechend fast grenzenloses Vertrauen darin, dass man das durchführen kann und dass es auch zum Segen der Menschen ist. Genua, die Geburtsstadt von Christoph Kolumbus. Einst der bedeutendste Seehafen des Mittelmeeres. Er wurde um 1930 komplett modernisiert, eine Investition, die nach Sörgels Plänen unnötig gewesen wäre. Bei einer Absenkung des Meeresspiegels droht Genua, wie alle anderen Mittelmeerstädte, zu versanden. Aus dem Hafen würde ein Binnensee. Auf dem neu gewonnenen Land würde Neu-Genua entstehen. Eine technokratisch geplante Stadt von gigantischen Ausmaßen. 6-mal so groß wie ihre Vorgängerin. Im Zentrum der Neustadt ein mächtiges Forum von 3,5 Kilometern Länge. Es erlaubt den freien Blick von der Altstadt hinaus auf das nun entrückte offene Meer. Das alte Genua würde im Hinterland als Oberstadt erhalten bleiben.
Anfang der 30er Jahre wird Atlantropa zum Thema für die internationale Presse. Wir kennen eine Reihe von Kritiken, vor allen Dingen aus Italien. Die Italiener wären natürlich sehr betroffen gewesen, alle ihre Küsten wären verändert gewesen. Sie hätten allerdings auch, das muss man auch sagen, Neuland dazu bekommen. Aus Italien gibt es diese schöne Zeitungsüberschrift Atlantropa, un bizarro sogno tedesco, also ein bizarrer deutscher Traum. Und da heißt es dann, dieser seltsame Herr Sörgel soll er doch Hamburg und Bremen umplanen und nicht Genua und Venedig. Sörgel ist bemüht, seine empörten Kritiker vom Mittelmeer zu besänftigen. Ja, für Venedig hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Venedig, ein einzigartiges Kulturdenkmal, auch ein wichtiger Ort für den Tourismus. Es war klar, dass Venedig so erhalten werden musste, wie es war. Venedig ohne seine Kanäle, das ist Sörgel klar, ist nicht durchsetzbar. Für Venedig kommt eine vorgelagerte Neustadt wie in Genua nicht in Frage. Denn die Folgen der Absenkung wären nirgends drastischer als an der flachen Adria. Statt Wasser gäbe es nur noch eine Salzwüste. Venedig ist erbaut worden als eine Stadt am Meer. Daraus bezieht sie ihren Wert, ihre Vergangenheit und ihr Leben. Es ist eine Stadt am Meer. Sie kann nicht zur Landstadt werden. Die Mehrheit der Italiener lebt an der Küste. Sie würden sich durch Atlantropa in einem völlig auf den Kopf gestellten Lebensraum wiederfinden. Venedig läge in der neuen Welt Atlantropas 450 Kilometer von der Küste entfernt. Für Sörgels italienische Zeitgenossen eine unerträgliche Vorstellung. Doch auch hier hat Sörgel eine Lösung parat. Er schlägt vor, Venedig als Kulturdenkmal zu bewahren. Die Stadt soll mitsamt ihrem Lagunensystem erhalten bleiben. Und ein Stausee soll die Adria ersetzen. Die Staumauer soll in 30 Kilometer Entfernung vor der Stadt entstehen und wäre so von Venedig aus nicht sichtbar. Das Ergebnis wäre ein Freilichtmuseum mit der Illusion eines Meeres mitten auf dem Festland. Sörgel weiß, nach dem Interesse der Experten braucht er nun die massenhafte Zustimmung der Bürger für sein Projekt. Ihm schwebt ein symbolträchtiges Bauwerk vor, eine Atlantropa-Zentrale, die schon durch ihre Gestalt die Verheißung des neuen Großkontinents vermitteln soll. Er bittet den angesehenen Architekten Fritz Höger um Entwürfe. Höger entwirft eine gläserne Kongresshalle, flankiert von drei Hochhäusern. Die sollen für das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Technik stehen. Die Zentrale soll in Genf gebaut werden. Von hier aus soll die Botschaft für Völkerverständigung, Einheit und Frieden hinaus in die Welt gehen. Sörgel war ja im Grunde seines Herzens ein Pazifist. Und das Erlebnis des Ersten Weltkrieges, das galt es zu überwinden. Und seine Idee war, wenn man alle teilnehmenden Völker Europas an einer großtechnischen Aufgabe beschäftigt, dann haben die gar keine Energien mehr, um noch gegeneinander Krieg zu führen. Also eine ganz pazifistisch praktische Idee. 1933. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht. Ihre Ziele sind alles andere als friedliebend. Es sind zwei verschiedene Kulturen des Think Big bei Hermann Sörgel und Adolf Hitler. Es fällt auf, dass beide aus der Münchner Szene kommen. Es fällt auf, dass beide eine
Erfahrung der Zurückweisung haben. Also Sörgel scheiterte als Doktorand und Hitler, wie man weiß, wurde an der Kunstakademie nicht aufgenommen. Vielleicht wäre uns der Faschismus erspart geblieben, wenn das nicht passiert wäre. Beide haben ein gewaltiges geopolitisches Projekt entworfen, das auch mit architektonischer Fantasie angereichert war. Und beide haben es verstanden, das einem großen Publikum zu verkaufen. Darin erschöpft sich das aber auch. Sörgel war kein Nationalsozialist. Er hatte einen anderen Wertehorizont, der mit denen der Nationalsozialisten nicht übereinging. Er hat zwar versucht, sich von den Begriffen anzudienen, auch anzubiedern, könnte man sagen, aber letztlich ohne großen Erfolg, weil die Zielrichtung nicht übereinstimmte. 1936 dreht die Münchner Bavaria im Auftrag des Propagandaministeriums einen halbstündigen Spielfilm über Atlant Trupper. Der Film hat ein einziges Ziel, nämlich Sörgels Pläne der Öffentlichkeit als haltlose und gefährliche Hirngespinste vorzuführen. Meine Herren Exzellenzen, das gewaltige Projekt der Mittelmeerabsenkung und Sahara-Bewässerung ist zu bestechend, als dass man an seiner Berechtigung Kritik üben dürfte. Aber an eines haben seine Urheber wohl zu wenig gedacht. Nämlich, was sagt die Erde dazu? Stellen Sie sich einmal Neapel vor, das anstatt seines berühmten Golfes nach der Absenkung einen breiten Gürtel unfruchtbaren Neulandes vor sich hat. Glauben Sie etwa, die Bewohner dieser ehemaligen Küstenstriche könnten sich einfach umstellen? Werden sich nicht alle diejenigen, denen unter der Ära des Meeres ein erträgliches Auskommen geblüht hat, auflehnen gegen diesen Damm, der mit brutaler Gewalt in das Leben der Völker eingegriffen hat? Denn Sprengstoffe an passender Stelle in diesem so leicht verwundbaren Damm angebracht und... Der Film ist ein Publikumserfolg und Atlant Trupper ist diskreditiert. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist vertagt. Wir brechen die Übertragung ab und senden Schallplatten. Nazi-Deutschland hat sich 1933 bereits aus dem Völkerbund verabschiedet. Nun wird die internationale Zusammenarbeit der Atlant Trupper Gemeinde schwieriger. Sörgel verliert seine Auslandskontakte. ...1937 warnt Sörgel öffentlich vor der Kriegsgefahr und kritisiert heftig die Rüstungsvorbereitungen der Nazis. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Sörgel erhält Besuch von der geheimen Staatspolizei und die unmissverständliche Aufforderung, von seinem Projekt abzulassen. Er sieht sich und vor allem seine Frau in großer Gefahr, denn Irene Sörgel ist Halbjüdin. Die wohlhabende Kunsthändlerin unterstützt die Pläne ihres Mannes, auch finanziell. Trotz aller Drohungen fährt Sörgel fort, seine Vision voranzutreiben. Er publiziert. 1938 erscheint sein Buch Die drei großen A, Amerika, Asien, Atlant Trupper. Dann, nach Kriegsbeginn, blockiert das Regime sämtliche Aktivitäten seines neu gegründeten Atlant Trupper Instituts. 1943 erteilt das Propagandaministerium Sörgel ein vollständiges Publikationsverbot und droht ihm mit Gefängnis. Sörgel war enttäuscht und frustriert und er sagt einmal in einem Brief 1943, seit 10 Jahren drehe ich mich im Kreis
Und so war das auch. Aber er war nicht zu bremsen. Er hat mit den geringen Möglichkeiten und in dem geringen politischen Spielraum, den er hatte, denn er war ja, wie gesagt, unter Beobachtung, hat er immer weitergemacht. Sörgel und seine Frau ziehen sich nach Oberstdorf zurück. Sie entgehen so den Bombenangriffen auf München. Für die Menschen im Allgäu ist der inzwischen 58-Jährige eine auffällige Erscheinung und bis heute in Erinnerung. Ein stattlicher Mann mit Monokel und Kamelhaarmantel im Winter. Nicht? Es war also eine Erscheinung, dass man sagte, das ist der Professor Sörgel. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass er immer erzählt hat, dass die Bevölkerung auf unserer Welt so groß wird, dass man ganz Afrika begrünen muss oder mal ein großer Teil von Afrika, und dass er das Mittelmeer auspumpen will mit Entsalzungsanlagen und mit einem Damm. Gibraltar wollte er zumachen. Es wurde dann in Oberstdorf darüber gesprochen, was er für einen Plan hat, und da war mir natürlich überwältigend. Mein Vater hat zwar immer, der war sehr interessiert an dem Projekt, und er hat immer gesagt, ihr werdet sehen, das kommt. ...1945. Das Dritte Reich hat kapituliert. Die alliierten Siegermächte teilen das Land in Besatzungszonen auf. Sörgel sieht noch einmal seine große Chance. Das Projekt passt auch unmittelbar nach dem Krieg in den 40er Jahren sehr gut in die Zeit, weil es ja ein Defizit gibt an politischen Utopien. Und in diese Lücke stößt Sörgel jetzt hinein mit seinem Projekt, das er mit gewissen Modifikationen nun wieder neu propagiert und das, wie schon vor dem Dritten Reich, also ein großes Echo findet. Das ist interessant zu sehen. Die für die ausgehungerte Jugend nach dem Krieg war das der richtige Stoff zum Träumen. Sörgel knüpft umgehend Kontakte zu den neuen Machthabern. Die Alliierten suchen nach neuen Wegen für Deutschland. Und Sörgel hat eine Antwort. Es gelingt ihm, sein Atlantropa-Projekt hochrangigen Vertretern der US-Militärregierung vorzustellen. Der Ost-West-Konflikt war ja aufgebrochen, der Kalte Krieg hatte begonnen und die USA waren bestrebt, weltweit Rohstoffreserven zu erschließen für ihre Wirtschaft und auch für ihre strategischen Belange. Und da war Afrika plötzlich sehr interessant und Atlantropa war ein Projekt, das eben auch sich darauf richtete, Afrika für Europa zu erschließen. Nun weitet Sörgel seine Planungen auf ganz Afrika aus. Im Inneren des Kontinents soll der Kongo aufgestaut werden. Dadurch würde ein gigantisches künstliches Meer zur Energiegewinnung durch Wasserkraft entstehen. Die Tschad-Region soll geflutet werden und ein dritter See soll weiter südlich entstehen. Laut Sörgel verbessern diese Wassermassen das Klima und erleichtern so die Erschließung Afrikas. Amerika und UNO zeigen sich interessiert. Die USA verbinden mit Atlantropa die Chance zur leichteren Erschließung der afrikanischen Rohstoffe, die auf lange Sicht auch ihnen zugutekommen würde. Dann der erneute Rückschlag für Sörgel. Trotz aller Zustimmung folgt keinerlei konkrete Unterstützung. Sörgel gibt auch jetzt nicht auf. Er hält hartnäckig an seinen Plänen fest. Atlantropa ist sein Leben. Ein Mann, der für ihn zunehmend wichtig wurde, war der Schriftsteller John Knittel aus der Schweiz. Ein Mann, der 1939 einen Bestseller schreibt mit dem Thema von Atlantropa. John Knittel zählt zu den meistgelesenen Schriftstellern seiner Zeit. Sein mehrfach verfilmter Roman Via Mala ist ein Welterfolg. Es gibt einen Brief von meinem Vater an Sörgel, der sehr nett ist, wo er sagt, es kommt gerade im richtigen Moment, weil ich habe einen Ingenieur in meinem Buch, er ist die Hauptperson, Amadeus, und ich könnte ihn als begeisterte Atlantropäer irgendwie beschreiben, und es kommt gerade im richtigen Moment in meinem Schoß.
Er ist wirklich einer der besten Propagandisten für das Projekt. Er baut in seinen Roman Amadeus ein Kapitel über das Atlantropa-Projekt ein, das wirklich einer Werbeschrift gleicht. Und dieser Roman verkauft sich vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg ganz, ganz ausgesprochen gut, so dass Knittel wirklich der wichtigste Werbeträger, wenn Sie so wollen, für das Projekt wird. Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, wären sie künstlich gesperrt, so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa. John Knittel liefert auch finanzielle Unterstützung. Er ermöglicht es Sörgel unter anderem, einen aufwendigen Werbefilm herzustellen. Sörgel war so beredt und er hat, wenn er mit seinen großen, schönen Augen einen angeschaut hat und von Atlantropa schwärmte, das ist auf einen Übergang gegangen. Man hat ihn verstanden, er war besessen von seiner Idee, aber das war ohne, dass es unsympathisch war. Im Gegenteil, man war dann in seinen Bann geschlagen, wenn man mit ihm saß. Er war sehr interessant und ich konnte mich nicht wirklich begeistern für Atlantropa. Also ich hatte zu viel Angst, dass diese schönen Häfen alle verschwinden könnten und dass man also zu gigantisch alles wird und zu technisch. Wir liebten das Mittelmeer. Wir waren immer in unseren Ferien in Capri oder in Sorrent oder irgendwo in diesen Gegenden auch. Und wir konnten es uns nicht vorstellen, dass das anders wird. Sie nennen Ihren Plan Atlantropa, Herr Sörgel. Was heißt Atlantropa? Was ist Atlantropa? Atlantropa bedeutet wörtlich so viel wie Festland am Atlantik. Zwei Kontinente werden vom Atlantik bespült, Europa und Afrika. Und das Ziel eben meines Atlantropa-Plans ist, Europa und Afrika zu einem neuen Kontinent zu verbinden. Europa und Afrika sollen mit ihren Landgebieten zusammenwachsen und damit Atlantropa zu einem Erdteil der Zukunft machen. Das weltweite Entsetzen über den Einsatz der Atombombe folgt schnell die Hoffnung auf eine zivile Nutzung des ungeheuren Potenzials der neuen Energieform. Deutschlands erster Atomreaktor entsteht in der Nähe von München. Im Auftrage des Bayerischen Staates baut ihn die Technische Hochschule München mit einem Baukostenaufwand von rund 4,5 Millionen. Dieser Reaktor wird ausschließlich friedlichen Forschungs- und Lehrzwecken dienen. Angesichts der Kernkraft ist das Atlantropa-Projekt wirtschaftlich nicht mehr zeitgemäß. Doch auch jetzt noch hält Sörgel unbeirrt an seinem Lebenswerk fest. Ein Abend im Dezember 1952. Sörgel ist wie so oft unterwegs zu einem Vortrag. Der Unfall in der Münchner Prinzregentenstraße wird nie aufgeklärt. Der Fahrer des Wagens flüchtet vom Unfallort. Sörgel wird schwer verletzt in eine Münchner Klinik eingeliefert. Mein Vater hatte von seinem Unfall gehört und hat uns gebeten,
nach ihm zu schauen. Und wir sind dann ins Nymphenburger Krankenhaus gegangen zu ihm und haben ihm Grüße von meinem Vater gebracht und sind also lange bei ihm geblieben. Vielleicht sind wir sogar zweimal, ich weiß nicht mehr. Er war noch ganz bei sich, aber sehr, sehr müde. Und dann hat er also sehr verzweifelt gesagt, er hätte umsonst gelebt. Und das war also sehr traurig. Und wir gingen noch deprimiert davon. Aber er ist dann am nächsten Tag gestorben, wie wir das letzte Mal dort waren. Der Mann, der Atlantropa schaffen wollte, stirbt am 25. Dezember 1952 im Alter von 67 Jahren an seinen Verletzungen. Der Fahrer des Unfallwagens wird nie ermittelt. Hermann Sörgel war eine autokratische Figur. Er hat es nie geschafft, ebenbürtige Leute heranzuziehen für seine Sache. Und das führt dazu, dass in dem Moment, wo er durch Unfalltod nicht mehr zur Verfügung steht, auch im Grunde alles dann bald zusammenbricht. Das Atlantropa-Institut besteht noch einige Jahre weiter. Doch es fehlt der Elan des Hermann Sörgel. Ende der 50er Jahre löst sich die Gemeinschaft auf. Visionen bedeuten, dass man sehr weit vorausschaut. In vielleicht 1000 Jahren könnte es eine ausgereifte Idee sein. Alles, was er wollte, die Wasserkraft, das Neuland, die verschönerte Umwelt, all das ist möglich. Unter heutigen Gesichtspunkten betrachtet würde ich sagen, dass wir nicht über das 21. Jahrhundert sprechen. Wir sprechen über die Situation in 500 oder 1000 Jahren. Dann kennen wir die negativen Effekte. Wir werden die Technologie haben, diese zu vermeiden. Deshalb denke ich immer noch, dass es eine Vision ist, über die wir nachdenken können. Sie ist nichts Unmögliches. Aber man kann sie nicht morgen umsetzen und das Geld für einen Dammbau bekommen. Denn erstens ist es zu teuer und zweitens müssen wir wissen, was die Konsequenzen dieser großen Projekte sind.